Greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Das sind unsere Themen heute. Gegen das Vergessen. Schülerworkshop am LTS thematisiert die Zeit des Nationalsozialismus. Strom und Gas in der Region. Wie arbeitet der kommunale Energieversorger VWEW? Und der erste Heimweltcup im Skicross. Gras Gehren bereitet sich auf ein spektakuläres Ereignis vor. Gestern Abend hat der Mindelheimer Stadtrat getagt. Das an sich ist ja noch nichts Besonderes. In vielen Städten und Gemeinden treffen sich dieser Tage die Räte zur ersten Sitzung im neuen Jahr. In Mindelheim stand allerdings ein durchaus brisantes Thema auf der Agenda: die Umgestaltung der unteren Maximilianstraße. Wir erinnern uns, die Fortsetzung der Baumaßnahmen waren gekoppelt an den Bürgerentscheid zur Josef-Stiftswiese, also der sogenannten Obstwiese. Die Bürger hatten am 19. Dezember entschieden, dass dort kein Supermarkt gebaut werden darf. Durch den Entscheid wurde dem Eigentümer der Wiese also das Baurecht wieder entzogen, wofür die Stadt Mindelheim ihm eine Entschädigung zahlen muss. Das war im Haushalt aber nicht vorgesehen. Und so kann die Stadt die untere Maximilianstraße nicht schon dieses Jahr umgestalten, sondern erst 2013. Das hat der Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Wie viel die Stadt dem Eigentümer der Obstwiese zahlen muss, ist noch unklar. Das soll in den nächsten Wochen von einer neu gebildeten Arbeitsgruppe ausgehandelt werden. Und damit zum nächsten Thema. Schon seit Jahren setzt sich das Landestheater Schwaben gegen das Vergessen ein. Die Gräueltaten der Nazis, sei es an der jüdischen Bevölkerung oder an politischen Gegnern, spielen immer wieder eine große Rolle an der Landesbühne. Ein Beispiel dafür die alljährlich stattfindenden Workshops für Schüler zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das Ziel? Weg von der reinen sachlichen Beschäftigung mit der Nazizeit und hin zu einem eher subjektiven Erleben der Vergangenheit. Gestern nun fand wieder ein solcher Workshop statt und meine Kollegen waren für uns dabei. Das Buch von Inge Auerbach, eine von vielen Lektüren, die deutsche Schüler zum Thema deutsche Vergangenheit zu lesen haben. Doch statt sich wie sonst üblich rein textlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, geht es hier im Landestheater Schwaben darum, einmal wegzukommen vom reinen Text. Nachdem die Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule in Günzburg das Buch bereits im Unterricht gelesen hatten, sollten sie hier das Gelesene in neue Formen packen. Der Workshop an sich setzt das Ganze auch um. Also man liest nicht nur und hat Informationen im Hirn, sondern man versetzt sich noch deutlicher in die Rolle zum Beispiel des Mädchens Inge Auerbacher oder auch eine Schülerin hat sich jetzt da in diesen Lagerkommandanten sehr treffend reinversetzt. Das funktioniert dann viel besser als nur durch Lesen und Besprechen im Unterricht. Das Ziel des Workshops, das Thema auf die Bühne bringen. Unter Anleitung der Theaterpädagogin Claudia Schilling erarbeiteten die Schülerinnen ein kurzes Stück. Keine ganz einfache Sache, denn hier am Theater werden andere Dinge gefordert als im Unterricht. Für viele Schülerinnen eine neue Erfahrung, wie die Lehrerin weiß. Ich sehe, wenn ich die Kinder aus dem Unterricht kenne, ich sehe da schon Unterschiede. Klar, im Unterricht, da haben sie mal einen schlechten Tag und dann sind sie abwesend und dann kriegen sie überhaupt nicht mit, was wir da lesen und besprechen. Und hier sind sie einfach den ganzen Tag gefordert. Also es ist ihre Initiative gefordert und da sind sie dann ganz anders dabei. Also ich sehe da schon auch bei Schülerinnen, die ich vom Unterricht her kenne, die eher desinteressiert sind und hier volle Initiative eigentlich. Das Auseinandersetzen mit der deutschen Geschichte auf diese Art eine wertvolle Sache, besonders mittlerweile. Denn im Gegensatz zur älteren Generation fehlen den Jugendlichen von heute die persönlichen Erzählungen aus der Vergangenheit.
Ja, die Kinder erfahren auch von den Großeltern nicht mehr viel, denn die Großeltern ist ja auch schon die Generation nach dem Krieg. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man dieses Thema immer wieder behandelt und anspricht. Und ich finde es eigentlich schon schöner über Literatur als nur über wissenschaftliche Fakten im Geschichtsunterricht. Und man kann nie früh genug damit anfangen, finde ich. Der Workshop des Landestheaters Schwaben, eine gute Sache. Denn nur so können Jugendliche fast 70 Jahre nach Ende der Nazi-Diktatur verstehen. Geschichte, das ist vor allem auch das Schicksal von Einzelnen. Vor dem Memminger Amtsgericht muss sich jetzt ein Pärchen verantworten wegen Störung der Religionsausübung oder anders gesagt wegen Sex in der Kirche. Der 40-jährige Mann und seine 46-jährige Frau waren in der Otto-Beurer-Basilika in eindeutiger Pose erwischt worden, hatten zuvor sogar Fotos gemacht. Vermutlich droht dem Pärchen jetzt zumindest eine hohe Geldstrafe. Weitere Meldungen aus der Region gibt's gleich in Kompakt. Gesundheit in besten Händen bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior, von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode, Trachten, Fesch und Leger, Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Von der Konzeption bis zur Erfüllung Ihrer Küchenträume. Wir machen Ihre Wünsche wahr. Unser kompetentes Team erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumküche. So habe ich mir das vorgestellt, eine Küche aus der Allgäuer Küchenwelt. Jetzt ganz neu in Kempten. Power. Palestra B, der Fitmacher für Ihren Körper. Ob Muskelaufbau, Rückentraining, Kräftigung des Bindegewebes oder ganz einfach nur Fett weg. Erfolge in kürzester Zeit mit EMS-Training. Beginnt. Unsere Forscher haben aus einem nachwachsenden Rohstoff einen zukunftsweisenden Brennstoff entwickelt. Holzspäne werden zu Firesticks gepresst und in dem weltweit neuen Pelprotec-Verfahren zu einem einzigartigen Hightech-Brennstoff veredelt. CO2-neutral, versorgungssicher und kostengünstig. Sie haben wohlige Wärme im ganzen Haus. Firesticks, der Hightech-Brennstoff der Zukunft. Unterstützt von Ökofin. Kompakt am 25. Januar. Zwei Schwerverletzte hat ein Unfall vergangene Nacht in Rettenbach am Auerberg gefordert. Eine Frau war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie prallte mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Am Sonntag hat die Polizei einen 28-jährigen Ostallgäuer verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, seine Schwägerin vergewaltigt zu haben und dabei ein Kind gezeugt zu haben. Die Tat geschah bereits vor einem Dreivierteljahr in der Wohnung des Tatverdächtigen, so die Polizei. Damals wollte die 21-Jährige eigentlich ihre Schwester besuchen, traf aber nur ihren Schwager an. Er versperrte die Tür und vergewaltigte die junge Frau.
Die Schwangerschaft hatte sie bis zur Geburt nicht bemerkt, obwohl sie wegen der Gewichtszunahme und Bauchschmerzen zweimal bei Ärzten war. Nach der Geburt des Kindes drängte das Umfeld der 21-Jährigen darauf, dass sie den Übergriff der Polizei melde. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Am Sonntag verhaftete die Polizei den 28-Jährigen in München. Der Ostallgäuer sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Alois-Goldhofer-Stiftung hat gestern in Memmingen offiziell ihr erstes Bildungsprojekt vorgestellt. Nachdem die vor 10 Jahren gegründete Stiftung bislang vor allem im Bereich Kultur und Soziales aktiv war, wird man sich nun auch dem Thema Persönlichkeitsbildung zuwenden. Im Mittelpunkt des neu gegründeten Caroline-Goldhofer-Kollegs stehen dabei junge Auszubildende aus dem Raum Memmingen. Es ist so, es gibt, natürlich sind die Ausbildungen für junge Leute, für die Lehrlinge in den Betrieben hervorragend, sowohl in der Berufsschule wie in den Betrieben. Aber es mangelt an Unterrichtungen im Bereich Soziale, methodisch und auch der Persönlichkeitskompetenz. Und ich weiß es aus meiner früheren Tätigkeit im Schloss Lautrach, wo ich ja sehr viel Führungsnachwuchstrainings gemacht habe, wusste ich, wo so die Mängel liegen. Und die Mängel sind wirklich in dem Bereich einer entwickelten Persönlichkeit, Umgang mit Konflikten, wie verhalte ich mich in Teams und ähnliche Dinge. Und das wollen wir jetzt in Form von Seminaren, die die Stiftung finanziert, für die Lehrlinge anbieten. Angeboten werden im Rahmen des Kollegs zunächst 10 Seminare. Als Kooperationspartner wurde das kaufmännische Berufsbildungszentrum Jakob Kühner gewonnen. Mittelfristig möchte die Stiftung das Bildungsangebot dann auf das gesamte Allgäu ausdehnen. Der Maisanbau nimmt im Unterallgäu immer bedenklichere Ausmaße an. Grund ist die zunehmende Zahl an Biogasanlagen. Bei einer CSU-Veranstaltung sagte der stellvertretende Landrat Klaus Holleczek, dass im Unterallgäu bereits 1/3 des angebauten Maises in diesen Biogasanlagen verbrannt werde. Durch den höheren Bedarf werden die Flächen für konventionelle Landwirtschaft knapp. Ein weiteres Problem, mit dem die heimischen Landwirte zu kämpfen hätten. Aktuell sind im Landkreis Unterallgäu 76 Biogasanlagen in Betrieb. Wie gestern berichtet, hatte der FDP-Politiker Leopold Herz die Kürzungen im Kulturlandschaftsprogramm kritisiert. Heute teilt Herz mit, dass das Landwirtschaftsministerium nicht nur Kürzungen, sondern auch Streichungen plant. Hiervon ist zum Beispiel die Prämie für Agrarökologie Grünland betroffen. Das waren die Nachrichten vom Dienstag und jetzt schauen wir, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird. Im Bergbahn- und Skiarena Steibis, das Familienskigebiet, aufgewärmt auf die Piste mit der ersten beheizten 6er-Sesselbahn. Den Hintern abfrieren können Sie sich woanders. Die Nacht zum Mittwoch bringt neue Schneefälle, der Westwind frischt auf. Dabei liegen die Temperaturen bei minus 1 Grad. Auch am Mittwochvormittag muss mit weiterem Schnee gerechnet werden. Es bleibt frostig bei minus 2 Grad. Im Laufe des Nachmittags klingen die Schneefälle langsam ab. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Am Donnerstag frischt der Nordostwind auf. Bei Temperaturen um die 0 Grad muss am Alpenrand und im Flachland auch wieder mit Schneefällen gerechnet werden. Am Freitag bleibt es dann trocken und windig. Zeitweise lässt sich die Sonne blicken. Am Wochenende setzt sich dieser Trend aus Sonne und Wolken fort. Dabei werden Höchstwerte von minus 1 Grad erreicht. Skicross. Eine junge Sportart mit stetig wachsender Fangemeinde. Rund 6 Millionen Menschen verfolgten im Februar 2010 die Sportart bei den Olympischen Spielen in Vancouver. Nun findet erstmals ein Weltcuprennen in Deutschland statt. Im Skigebiet Graz-Gehren wird dafür noch an der perfekten Strecke gearbeitet. Wie weit die Vorbereitungen für den Start am Wochenende sind, zeigen Martina Herz, Thomas Kehrer und Jonas Strobel. 4 Skifahrer, die sich waghalsig eine Piste aus Sprüngen, Kurven und Wellen herunterstürzen. Manche fragen sich vielleicht, warum machen die das? Für die Sportler im Skicross gibt es darauf nur eine Antwort. Es ist wie eine Achterbahnfahrt auf Skiern. Im Skicross kann alles passieren, Zweikämpfe, Sprünge, aber auch gefährliche Stürze. Vielen ist diese Sportart noch unbekannt, obwohl es Skicross schon länger gibt. Skicross ist eine alpine Disziplin. Die Wurzeln sind sicherlich Riesenslalomfahren, Abfahrtfahren. Der große Unterschied zu den traditionellen alpinen Disziplinen besteht darin, dass 4 Leute am Start stehen und meistens auch 4 Leute unten ankommen und dass alle 4 versuchen natürlich so schnell wie möglich unten anzukommen.
Vor allem in Nordamerika ist Skicross eine beliebte Sportart. Trotzdem sind es meist europäische Athleten, die sich dem temporeichen Sport verschrieben haben. So freuen sich vor allem die Deutschen, dass am Wochenende zum ersten Mal ein Weltcuprennen in ihrer Heimat stattfindet. Ja, für Skicross ist es auf alle Fälle super. Durch das, dass er bei uns live übertragen wird im Fernsehen, können die Leute einfach mal einen Eindruck davon kriegen und nicht immer nur kurze Zusammenfassungen. Und ja, oder auch einfach live daherkommen und sich das anschauen, das ist natürlich super für die Leute und für uns auch. Ja, das bedeutet uns allen viel, weil das ist unsere Chance, uns in Deutschland weiter zu präsentieren und unsere Sportart nach vorne zu treiben. Das ist ja, das Beste, was uns passieren kann. Und über eines sind sich alle einig, Grasgehren ist dafür der optimale Austragungsort. Gut, Grasgehren ist vom Gelände her schon, bietet sich das Gelände einfach super an, weil es sehr kupiert ist. Das heißt, wir haben schon Naturwellen drin, wo wir nicht viel verändern müssen und schon die Absprünge einfach nur genau positionieren müssen und dann hat man auch gleich die Landungen. Also von dem her bietet sich der Hang sehr gut an. Wir haben hier mehrere Doppelwellen drin, auch Cornerjumps, so Sprünge, die nach links oder nach rechts gehen eben. Und das sind schon so die Knackpunkte, wo man schauen muss, dass man sehr viel Geschwindigkeit mitnimmt, dass man dann auch eine schnelle Zeit erreicht. Schnell das Ziel erreichen wollen vor allem auch die deutschen Athleten. Nach einigen erfolgreich absolvierten Wettkämpfen möchten sie nun auch bei diesem wichtigen Rennen zu Hause auftrumpfen. Also mein Ziel ist auf jeden Fall Top 16, wenn nicht Top 8. Bin jetzt ein paar Mal habe ich im Weltcup qualifiziert dieses Jahr. Aber es ist mein Ziel, eine Runde weiterzukommen in den Heats dann, ja. Vorgenommen beim Heimweltcup, mei, das ist schwer im Skicross, weil alles passieren kann, aber man will auf jeden Fall auf Stockerl, wenn schon der Heimweltcup ist mit Live-Fernsehen, da will man auf jeden Fall vorne rein. Ja, natürlich dann wieder ins Finale fahren und dann hoffentlich so weit nach vorne, wie es geht. Aber im Skicross ist es immer ein bisschen schwer zu sagen, dass man unbedingt ins Finale kommen mag, weil durch das, dass man zu viert fährt, kann halt dann auch mal viel passieren, dass irgendwann schmeißt und man dann selber mitgerissen wird oder so, aber ich werde auf alle Fälle das Beste geben. Bis es am Samstag aber endlich heißt, Skiers ready, attention, go, sind noch einige Arbeiten an der Strecke nötig. Und dabei wird vor allem auf eines geachtet. Sicherheitsaspekt steht sicherlich im Vordergrund. Wir haben versucht, eine Strecke zu bauen, die sicher ist, wo die Sturzräume sehr gut passen, wo die Landezonen von den Sprüngen nicht flach sind, sondern dass man immer steil aufspringen kann. Man muss immer versuchen, aber auch einen Kompromiss einzugehen, damit es auch schon noch ein wenig wild ist und die Jungs und Mädels gefordert werden und auch natürlich schöne Bilder dann im Fernsehen präsentiert werden können. Bereits seit 5 Tagen wird nun an der Piste gearbeitet. Zwar sei es laut Fiala ein Riesenaufwand für ein Skigebiet, solch ein Event auszurichten, alle seien aber mit viel Enthusiasmus dabei. Und der ist auch nötig, damit die ca. 1200 Meter lange Piste am Wochenende dann optimale Voraussetzungen bietet. Am Freitag findet in Grasgehren ein offizielles Training mit anschließender Eröffnungsfeier statt. Samstagvormittag starten dann die Qualifikationsläufe, bevor in den Finalrennen die Sieger ermittelt werden. Alle, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchten, werden gebeten, auf die kostenlosen Pendelbusse zurückzugreifen. Mehr Informationen dazu und zum FIS Skicross Grasgehren finden Sie im Internet unter www.skicrossweltcup.de. Das Kloster Irsee hat jetzt ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Einen 4,5 Meter langen und 67 Zentimeter breiten Tisch mit 3 barocken Fußelementen, der früher schon einmal im Kloster gestanden haben könnte. Da sind sich das Ehepaar Grieshaber aus Blöcktach, die den Tisch stifteten, und die Verantwortlichen des Klosters einig. Der mittlere Fußteil ist nämlich mit 2 Bildmotiven geschmückt. Das eine Bild zeigt möglicherweise das ehemalige Refektorium von Kloster Irsee, in dem sich heute das Restaurant des Schwäbischen Bildungszentrums befindet. Das zweite Motiv stellt einen betenden Mönch dar und erinnert an den Gründungsmythos des Klosters. Jetzt soll der Tisch erst einmal restauriert werden und bekommt dann einen Ehrenplatz im Schwäbischen Bildungszentrum. Und gleich wird es bei uns haarig, aber im positiven Sinn. In Kempten konnte man sich jetzt die Haare schneiden lassen und hat dabei auch noch etwas für den guten Zweck getan. Mehr dazu gleich. Schatzi!
In jeder Situation klare Sicht mit der Femtosekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail. Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Sportschindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Reisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Grenzenlos. Wunderwelt aus Wald und Schnee. Winterspaß für die ganze Familie. Im Schneeparadies Bayerischer Wald, der Winterwald. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Grenzenlos. Der Bayerische Wald und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Vielen ist sie bestimmt ein Begriff, die Kartei der Not. Sie ist das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, zu der auch die Allgäuer Zeitung gehört. Die Kartei der Not hilft Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Sie gibt dabei das Versprechen, dass das gespendete Geld zu 100% bei den Menschen ankommt. Was die Kartei der Not nun mit dem Friseursalon Höpfer und Höpfer in Kempten zu tun hat, verraten Ihnen meine Kollegen Dorothea Seifert und Lisa Schwarz. Auf den ersten Blick sah hier alles ganz normal aus. Frauen und Männer, die sich die Haare schneiden lassen und auf dem Friseurstuhl entspannen. Am sogenannten Charity Day des Friseursalons Höpfer und Höpfer aber taten die Kunden nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern halfen gleichzeitig bedürftigen Menschen. Der Aktionstag fand in Zusammenarbeit mit der Kartei der Not statt. Die Zusammenarbeit kam dadurch zustande, dass wir uns letztes Jahr in einem ganz tollen Geschäftsjahr befunden haben. Also es ist super gelaufen für uns. Und die Idee unter uns war, wir wollten Kempten was zurückgeben. Und um Kempten was zurückzugeben, geben wir den Menschen was zurück. Und da den Menschen, die uns am dringendsten brauchen. Und wir wollten was, was regional eben vor allem sich engagiert. Und das ist die Kartei der Not für uns. Am Charity Day bekamen die Kunden also wie gewohnt die Haare gewaschen, die gewünschte Frisur geschnitten, geföhnt und anschließend noch gestylt. Das alles aber wurde zu einem besonderen Festpreis angeboten. Wir wollten einen Preis machen, der es wirklich jeden auch erschwinglich macht, der auch zeigt, dass hier jeder mitmachen kann bei der Aktion. 20 Euro, wer mitgeben will, der darf auch gerne mehr geben. Wir haben 125 Anmeldungen für den Tag. Wir wollten normalerweise auch Kunden mit reinnehmen, die sich spontan entscheiden. Es bleibt uns aber gar nichts anderes übrig, als leider Nein zu sagen, weil tatsächlich wir im Vorfeld schon voll ausgebucht waren. 20 Euro in die Spendenkasse und den Laden mit einer schönen Frisur und einem guten Gefühl verlassen. Mehr als 2.500 Euro sind so bei der Aktion zusammengekommen und werden der Kartei der Not übergeben. Der Charity Day war aber keine Einzelaktion, sondern nur der Startschuss für ein ganzes Jahr voller Veranstaltungen. Unsere Planung heißt für dieses Jahr, Kempten sieht gut aus. Wir haben noch mehrere Dinge vor, auch im karitativen Bereich. Wollten das Ganze aber mit einem Charity-Event eben auch starten. Kempten sieht gut aus, bedeutet uns für uns eben mehr als nur die Menschen gut aussehen zu lassen, sondern auch die Stadt gut aussehen zu lassen. Und da wollen wir uns noch einiges einfallen lassen dieses Jahr. Kempten und seine Bewohner dürfen also gespannt sein, was der Friseur und sein Team noch alles auf die Beine stellen werden. Die Energieversorgung, das ist mit Sicherheit, da sind sich die meisten längst einig, eines der wichtigsten Zukunftsthemen überhaupt. Bundesweit wird bekanntlich heftig gestritten, Stichwort Atomkraft. Aber auch bei uns vor der Haustür geht's rund auf dem Energiemarkt, Beispiel Ostallgäu. Die Stadt Kaufbeuren schreibt die sogenannte Gaskonzession neu aus und Liberalisierung schreitet voran. Jetzt verkauft der Gasmonopolist Erdgas Schwaben auch Strom und der Strommonopolist VW EW auch Gas. Anselm Stern, Peter Böhr und Lisa Schwarz mit der TV Allgäu Wirtschaftsreihe. Genauer gesagt mit einem Blick hinter die Kulissen des kommunalen Energieversorgers VW EW. Der Wirtschaftsbericht. Präsentiert von Glas Trösch. Glas Trösch in Kempten im Allmai. Räume für Träume.
VWEW, die Vereinigten Wertach Elektrizitätswerke. 100 Mitarbeiter beschäftigt das kommunale Unternehmen momentan. Insgesamt 7 Wasserkraftwerke produzieren rund um die Uhr Strom. Und das derzeit für rund 43.000 Kunden. 3 Diesel-Notstromkraftwerke stehen bereit. Das Versorgungsgebiet umfasst die Städte Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf sowie die Gemeinden Biesenhofen und Apfeltrach. VWEW gehört zu den 40 größten Stromversorgern Bayerns. Seit 1941 gibt es das Unternehmen in dieser Form. Historische Beweise sind noch vorhanden. Tradition trifft auf Moderne, beispielsweise hier im Kraftwerk in Leinau. Ein Generator von 1924 steht direkt neben dem aktuellen. Fast ein kleines Minimuseum. Aber bei VWEW geht es natürlich auch und vor allem um die Zukunft. Und die könnte auch so aussehen, zumindest was die Mobilität angeht. Das hier ist ein Tesla, ein Elektroauto zum Verlieben, 306 PS in 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Allerdings kostet der Spaß auch 140.000 Euro. VWEW will den Kunden mit dem Renner die schöne Zukunft der elektrischen Mobilität näher bringen. Die nahe Zukunft bei VWEW heißt aber natürlich auch Konkurrenzkampf, erklärt uns der Geschäftsführer in der Netzleitwarte in Kaufbeuren. Ja, Herr Bakowicz, seit dem 01.01. versorgen Sie Ihre Kunden jetzt auch mit Gas. Wenn wir es mal ganz einfach formulieren, können Sie vom Strom alleine nicht mehr leben? Doch, das können wir schon. Das ist im Moment kein Problem. Wir glauben einfach daran, dass sich die Welt der Energiewirtschaft ändern wird. Die Großkraftwerke gehen zurück. Wir wollen keine Kohlekraftwerke mehr, wir wollen keine Kernkraft. Und um den gleichen Komfort zu erhalten in den Häusern, glauben wir daran, dass wir demnächst den Strom in den Kellern der Häuser, in den Heizungsanlagen erzeugen werden. Und deswegen bereiten wir uns darauf vor und brauchen auch den Brennstoff Gas, um eben aus dem Primärenergieträger Gas am Ende Strom zu erzeugen. Wenn wir uns das in der Praxis mal anschauen, wo kommt das Gas her und welche Leitungen werden da auch genutzt? Also es gibt verbriefte Leitungsrechte in Deutschland, Konzession genannt. Die liegen überall in den Städten oder überregional. Diese Leitung nutzen wir im Moment. Wir zahlen eine Maut dafür, für die Durchleitung unseres Gases. Das Gas selbst kommt von internationalen Handelsmärkten. Das ist ähnlich wie ein Warentermingeschäft. Schweine, Gerste, Hopfen. So ähnlich wird Gas und Strom heute auch gehandelt. Aber Ihr Ziel ist es sozusagen, diese Konzession zu erhalten, also dann auch sozusagen eigene Leitungen zu haben? Ja, letztendlich ist in der Stadt Kaufbeuren die Konzession im Moment ausgeschrieben. Die Stadt ist dabei zu prüfen, wer der beste Konzessionsnehmer der Zukunft ist. Und wir haben uns als einer von einigen Interessenten auch beworben. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass wir den Zuschlag bekommen, aber das wird sich am Ende zeigen. Von welchem Gaspreis sprechen wir denn hier bei Ihnen momentan? Und vielleicht für den Zuschauer auch ganz interessant, wie setzt sich dieser Gaspreis eigentlich zusammen? Der Gaspreis setzt sich prinzipiell aus 2 Bestandteilen zusammen. Das eine ist ein staatlich reguliertes Netzentgelt, wo auch die Behörden drauf gucken, weil wir Monopolist sind oder in dem Fall dann Erdgas Schwaben, im Strom sind wir es. Da wird der Gaspreis von der Behörde festgelegt. Das ist ein Bestandteil. Der andere Bestandteil ist eben der Großhandelspreis, der aus verschiedenen Produkten zu einem Endprodukt zusammengeschraubt wird, zusammengebaut wird. Und so endet der Preis beim Endkunden. Da ist auch bei den meisten Lieferanten gar nicht viel Marge drin. Man glaubt immer, die sind alle so ein bisschen unlauter und haben da unheimliche Gewinne drin. Das ist nicht der Fall. Vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss ein anderes Thema. Viele kommunale Energieversorger klagen über die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, die ja jetzt beschlossen wurde. Sie auch? Nein, wir nicht. Ich glaube, dass zwar hier Win-for-Profits entstehen für die großen Kraftwerksbetreiber, aber erstens ist der Staat ja bemüht, einen Teil dieser Gewinne abzuschöpfen und dann auch weiterzugeben für Innovation, für Regenerative, an denen wir auch partizipieren können. Und zweitens gehen letztendlich ja die Preise der Kernkraftwerke auch auf die internationalen Preismärkte und werden mit eingepreist. Und insofern, wir zielen auch auf ein anderes Publikum. Wir reden von Kommunaldasein und von Erzeugung von Strom in den Kellern. Also ich glaube, dass das zwar den Markt leicht beeinträchtigt, aber uns nicht in der Existenz erschüttert. Herr Bakowicz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, hat mich gefreut. Dankeschön. Ja, und das war unsere TV Allgäu Wirtschaftsreihe an diesem Dienstag. Wir gehen zurück nach Kempten. Ja, und mir bleibt jetzt noch, mich zu verabschieden. Die gesamte Sendung oder auch einzelne Beiträge können Sie sich auf unserer Internetseite übrigens noch einmal anschauen. Die lautet www.tv-allgäu.de. Morgen stellen wir Ihnen den Biedinger Einkaufsweg vor. Der wird ab Samstag den Dorfladen ersetzen und so auch weiterhin die Nahversorgung in Biedingen gewährleisten. Außerdem ist heute der neue Speicherteich für die Beschneiungsanlage in Ofterschwang offiziell eingeweiht worden. Ein Team von uns war dabei. Bis morgen also. Für Gott und auf Wiedersehen.